Die Fete endet nie, liebe Zuschauer. Und damit hallo und willkommen. Das ist das Motto in diesem Jahr hier in der Saison im Amphitheater in Großkoschen. Die 10. ist es mittlerweile und wir wollen Sie einstimmen auf diese Saison und wollen vom organisatorischen Leiter von Andreas Stanicki natürlich erfahren, was es an Highlights, was es an tollen Veranstaltungen denn hier geben wird. Zuvor, Herr Stanicki, wie viele Plätze gibt es denn hier? Wie viele Leute passen denn rein ins Amphitheater? Also wenn wir mit normalen, durchschnittlich gewachsenen und proportionierten Menschen rechnen, dann passen hier 600 Personen rein. Wir hatten allerdings auch schon mehr, weil im Ernstfall können wir noch Stühle stellen hinter die letzte Reihe. Also es ist für jeden Platz, wenn er sich rechtzeitig um Tickets bemüht. Und ganz wichtig zu sagen, alle haben ein Dach über dem Kopf. Alle haben ein Dach über dem Kopf, das war nicht immer so. Als ich hier begann, im Jahr 2008, war die erste Saison, da war die wichtigste Tätigkeit, in das Internet zu gucken, wie denn das Wetter werden würde. Und ich habe manches graue Haar, glaube ich, in dieser Spielzeit bekommen, weil es war nervenaufreibend, sehr nervenaufreibend. Ja, wir können ja auch ganz schön verrückte Sommer haben, dann wird es natürlich schwierig, wenn man dann hier im Regen sitzt. Und für die Technik ist es ja natürlich auch nicht so gut. Die 10. Saison, ich sprach es gerade an, beginnt an diesem Wochenende. Mit was geht's denn los? Ja, also wir beginnen in diesem Jahr ausnahmsweise nicht mit einer Inszenierung der neuen Bühne. Das ist eigentlich Tradition gewesen, aber aus unterschiedlichsten Gründen hat es in diesem Jahr nicht geklappt. Wir beginnen mit einer Inszenierung des Boulevardtheaters Dresden, die unserer Spielzeit auch das Motto gegeben hat. Und die Inszenierung heißt, die Fete endet nie. Wer einigermaßen sich in der Filmwelt auskennt, wird sich vielleicht erinnern an den Film La Boum in den 80er Jahren, den französischen Film, der zum Kult wurde. Entschuldigung, meine Herren, wer erinnert sich nicht an die bezaubernde Sophie Marceau? Ja, und Sie werden staunen. Die Hauptdarstellerin in der Inszenierung des Boulevardtheaters sieht dieser Sophie Marceau zum Verwechseln ähnlich. Also schon das ein Grund zu kommen. Vor allem aber natürlich wegen der Hits, der großen Hits der 80er Jahre, die in Dresden regelmäßig die Vorstellung zur Party werden lässt. Damit fangen wir also an, und zwar am 1. und am 2. Juni. Für die Vorstellung am 1. Juni gibt es noch einige Karten. Die am 2. ist de facto ausverkauft, obwohl wir auch da wahrscheinlich niemanden nach Hause schicken werden, wenn er noch kommt. Mhm. Ich muss vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass die Saison eigentlich schon begonnen hat, denn wir hatten heute Morgen mit dem Staatsorchester aus Frankfurt-Oder ein Kuscheltierkonzert für die ganz Kleinen, die in vielleicht 20 Jahren dann mal unser Publikum hier sein wollen. Und hier konnten wir schon mal die Wettertauglichkeit des Amphitheaters testen, denn das Konzert fand zum größten Teil bei Gewitter statt, strömendem Regen. Und zunächst war die Begeisterung der Kinder eher bei den Donnerschlägen als bei der Musik. Aber im Laufe des Konzerts gab sich das dann. Ja, es war ein schöner Vormittag. Musik ist ein gutes Stichwort, denn Musik wird es ja an diesem ersten Wochenende auch geben von einem ganz bekannten Dresdner oder mit einem bekannten, ganz bekannten Dresdner. Ja, richtig. Der bekannte Dresdner, den Sie meinen, das ist der Gunter Emmerlich. Aber das ist nur einer von dreien. Deshalb hat dieses Konzert auch den Titel Triple Step. Die zweite und vielleicht in Jazzkreisen nicht minder bekannte Solistin ist Pascal von Wroblewski, die gemeinsam mit Gunter Emmerlich eine CD produziert hat mit der Dresden Big Band und mit dieser CD sie hier im Amphitheater quasi eine Premiere begehen wollen, denn zum ersten Mal werden öffentlich die beiden Solisten und die Big Band im Konzert zu erleben sein. Also eigentlich eine Premiere. Ich hoffe, da kommen noch viele Fans zu diesem Konzert, denn da gibt es noch reichlich Karten. Leider. Aber ich hoffe auf die Abendkasse. Wird schon werden. Mit Ihrer Hilfe. Wir sind dabei, mit einzugreifen. Das also das Eröffnungswochenende. Es wird ein buntes Wochenende. Was gibt es denn noch im Juni zu erwähnen? Nun, der nächste Höhepunkt wäre dann die Wiederaufnahme der Erfolgsinszenierung der neuen Bühne aus der letzten Saison, Ladies Night. Die Geschichte von sechs arbeitslosen Männern, die beschließen, eine Strip-Gruppe zu gründen, um
ihr Selbstwertgefühl, dass sie als Arbeitslose verloren haben, wiederzugewinnen. Und diese Inszenierung hat nach anfänglichem zögerlichen Beginn, was das Publikum anging, dann gegen Ende der Spielzeit hier das Amphitheater gefüllt bis unters Dach. Und ich hoffe, das wird ansatzweise in diesem Jahr wieder so sein. Am 9. Juni die Wiederaufnahme und dann noch 5 Vorstellungen im Laufe des Juni und des Juli. Und da sind wir, also da gibt es viel nackte Haut für die Urlauberinnen zu sehen hier auf der Bühne im Amphitheater. Es hält sich in Grenzen. Was gibt es im Juli zu erwähnen, Herr Schanicki? Also im Juli, glaube ich, sollte man mal von hinten anfangen. Da kommt nämlich der Uwe Steimle wieder, der den Hörern von Elsterwelle vielleicht gar nicht so unbekannt ist von den Trailern, die hier laufen. Er kommt mit Steimles Welt. Dann wird es auch im Juli wieder Konzerte geben, Coverkonzerte, ein Queen-Konzert, ein Johnny Cash-Konzert, ein Phil Collins-Konzert. Für alle diejenigen, die für den Meister keine Karten bekommen haben für seine Sommersaison, haben wir extra Phil Collins eingeflogen, der schon einige Male hier war und die Zuschauer begeistert hat. Es kommt auch Jan-Josef Liefers wieder. Das Konzert ist de facto ausverkauft. Da kann man nur hoffen, dass eventuell reservierte Karten nicht abgeholt bzw. zurückgegeben werden. Ja, und dann natürlich für die ganze Familie, traditionsgemäß, die Baba Yaga, die Abenteuer der Hexe Baba Yaga. Das Original, also sprich der erste Teil und in diesem Jahr der vierte Teil, Baba Yaga und Zar Wasserwirbel. Und dann als kleiner Vorgriff auf August dann die letzte Folge der Baba Yaga-Serie, das große Finale. Das könnte ich auch schon jetzt ankündigen. Das lohnt sich ganz bestimmt. Finale, gutes Stichwort. Finale wird dann sein im September. Mitte September, glaube ich, ist die Spielzeit dann für die Fans schon wieder zu Ende. Ja, Finale wird sein am 10. September. Das müsste ein Sonntag sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Traditionsgemäß mit dem Zapfenstreich, mit Südbrandenburger Musikverein. Das ist immer der Knaller für die Liebhaber dieser Art Musik. Mein persönlicher Favorit im September ist am 1. September die weibliche A Cappella-Gruppe aus Dresden, die Mädels, die eine der besten, wenn nicht überhaupt die beste A Cappella-Gruppe in Europa. Und dann darf sich der Zuschauer und Freund der Musik Udo Jürgens auf ein Konzert mit den großen Hits des Altmeisters Udo Jürgens freuen, Anfang September. Ja. Sicher einer der Höhepunkte. Liebe Zuschauer, Sie merken, es ist ein unwahrscheinlich buntes Programm. Viele, viele Veranstaltungen, die Sie besuchen können hier. Und Sie können sich natürlich Ihre raussuchen ganz einfach übers Netz. Ja, genau, übers Netz. Man kann aber auch die Theaterkasse anrufen über die 801-286 hier in Senftenberg. Aber Netz funktioniert auch sehr gut. Und dann sagen wir vielleicht nochmal die Adresse mit dazu. Also www.theater-senftenberg.de. Aber nicht so lange warten. Die Saison ist zwar lang, aber die Vorverkaufslisten zeigen schon, zu meiner großen Freude, dreistellige Zahlen, was den Verkauf der Veranstaltung angeht. Und da sollte man nicht mehr allzu lange warten. Denn irgendwann sind auch die Stühle alle, die wir zusätzlich reinstellen. Ich bedanke mich. Dann also schnell entscheiden. Und wir wünschen Ihnen tolle Veranstaltungen hier im Amphitheater in Großkoschen in dieser Saison, der Saison 2017.